Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Little Inferno. Nochmal bei einem kleinen Sternejagd-Part. Wir haben beim letzten Mal recht viele Sterne holen können. Die Zeit, ab der Zeitbombe angefangen, hatten wir fast keinen einzigen. Und wir machen jetzt weiter mit der meisterhaften Combo. Dafür nehmen wir unsere zwei Eier und machen sie richtig schön heiß. Damit wir direkt weitermachen können beim Puzzle-Abenteuer. So, beim Puzzle-Abenteuer musste ich sagen, das weiß ich sogar gerade aus dem Kopf gar nicht mehr. Wir brauchen dafür die Gentleman-Abenteurer-Puppe und war es Twisty Fisty oder das Gaming-Tablet? Ich glaube das Gaming-Tablet. Ich hoffe das Gaming-Tablet. Wenn nicht, wird das jetzt einmal sehr lustig. Oh, ich kann die Dinger miteinander kollidieren lassen und dann gehen sie direkt kaputt. Okay. Gut. Dann. Was wäre das nächste denn? Falls wir die Puzzle-Abenteurer kommen, jetzt nicht schaffen. Die Flugzeugmodus-Kombo. Dafür brauchen wir das Mobiltelefon. Und mehr können wir uns nicht leisten, weil wir nicht genug Inventarplatz haben. So, und was kommt da noch? Ein Phönix-Ei. Das kann ich doch irgendwann smashen. Jo. Und das Handheld. Dann machen wir jetzt nämlich mal direkt zwei auf einmal hier. Combo Time. Combo Time. Das war das Falsche, oder? Ja, war's. Verdammt! Okay, also, das ist eine Kombi, die man wohl eher drauf hat, falls man. Was habe ich gekauft? Dass ich. Ich habe jetzt zweimal den Gentleman gekauft. Ich wollte das Gelegenheitsspiel kaufen. Das ist wohl eine Kombo, wo ich sagen würde, die kriegt man eher drauf, wenn man das Spiel. Beziehungsweise von Ironhide Studios, glaube ich, ist das Spiel. Einige Spiele gespielt hat, die da, die vor diesem herausgekommen sind. Ich persönlich bin da nicht drauf gekommen, was das Spiel von mir verlangt hat. So, dich können wir da einfach reinwerfen. Und das war's auch nicht. Ich bin verwirrt. Puzzle-Abenteurer-Kombo. Das war. Es war mit dir. Ich hole mal den Boss. Das hole ich. Und das hole ich auf. Kann ich gar nicht. Dann machen wir einfach weiter mit der Unterwasser-Kombo. Die ist ziemlich einfach. Machen wir den Boss erstmal kaputt. Und die Goose. War es vielleicht Goo mit dem Gentleman? Holen wir uns erstmal Miss Hexopus und unseren geliebten Kugelfisch da. So. Expressfass. Wir haben genug Tickets. Wir haben sie. Brauchen nicht geizen. Und dann würde ich so sagen und dann beide gleichzeitig anzünden. Irgendwie habe ich immer bei der Combo das Gefühl, dass ich bei der Combo die Angst, dass sie nicht vernünftig gezählt wird, weil halt beide einfach nur platzen. In Plop-Geräuschen. Und dann gehen wir weiter mit der Meta-Kombo. Dafür nehmen wir die Beta-Version und den Handheld Fireplace mit. Und benutzen da auch einfach 5 Tickets, weil wir können. Und mach mal so.
Ich finde die Musik von beiden Konsolen noch immer großartig. Und es geht weiter mit der verpixelten Combo. Ja, keine Ahnung. Gerade aus dem Kopf nicht. Dann halt die japanische Combo. Dann nehmen wir den Ninja. Und wo ist der Oktopus? Wo ist der Oktopus? Und zwar den klein gehackten Oktopus. So, holen wir die direkt ran. Und dann das Sushi und dann den Ninja das Sushi warm machen. Und damit bekommt er auch schon die japanische Combo. So einfach ist sie. Weiter geht's mit dem Gehirne Ahoi Hia. Da saß ich auch erst in einer Minute. Also Gehirne ist klar, ist der Zombie. Ahoi ist klar, ist unser Seemann, unser Geliebter. Unser Spielzeugpirat Arr. Und beim Hia habe ich einen Moment gebraucht. Es soll das Geräusch darstellen, was Ninjas machen. Hab ich nicht. Kam ich einfach nicht drauf. Hat ziemlich lange gedauert, bis ich gemerkt habe, oh, Ninja. Macht Sinn irgendwie. Gut, dass mir dabei niemand zugeschaut hat, wie ich versucht habe, das zu lösen. Er macht auch ein Ja, wenn man ihn daraus zieht. Also das war sogar noch schlechter von mir. Gut, und damit haben wir die Kombi jetzt auch. Die Combo. Ich benutze immer. Verzeiht mir bitte, es ist spät. Gut. Verpixelte Combo und die Puzzle-Arm-Drakom. Also wir brauchen den Gentleman. War es die Google? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall kaufe ich einfach weiter, damit wir da auch das Gold-Ding bekommen. Und haben einen Affen zum Explodieren gebracht. Sehr gut. Sehr gut. Ach, ich habe hier noch einen Gentleman. Die Puzzle-Arm-Terror-Kombo. Ich packe da einfach mehr Stuff hinzu. Das Tablet habe ich ja schon ausprobiert. Den Handheld Fireplace glaube ich auch. Tja, dann schauen wir mal. Holen wir uns noch das hinzu und machen die kaputt. Probieren es nochmal damit. Mit den Gubeln. Mit der Inferno. Meine ich Inferno Beta Disc. Und das war noch immer nicht richtig. Guck mal, für 450 einmal das größer machen. Verdammt! Du verfluchter Gentleman, du. Sag mir, wie du funktioniert hast. Ich weiß es nicht mehr. War der. Ich meine, es war von der Seite. Oh. Oh. Waren es die Tetris-Blöcke? Werden wir herausfinden, sobald ich das Holzschwert verbrannt habe, um mir die Tetris-Blöcke zu kaufen. So, Tetris-Blöcke. Hol sie mal bitte schnell ran, die Tetris-Blöcke. Es waren die Tetris-Blöcke. Okay. Habe ich dann auch Kappes erzählt mit der Anspielung? Ich weiß es nicht mehr. Vermutlich. Ich erzähle viel Kappes, wenn der Tag lang ist.
So, da nochmal den Oktopus zum Platzen gebracht. Da platzt er gleich vor Freude, wenn er so nah an der Wärme ist. So, die verpixelte Combo. Da brauchen wir das Pixelpaket und den Handheld. Habe ich noch Pixel? Ich habe noch Pixel. Habe ich den Handheld? Nein. So, Pixel habe ich jetzt auch auf Gold. Das sind dann noch zwei Sachen, die ich auf Gold machen muss. Gut. Ich mache da einfach die Pixel mit 1, 2, 3 Dingens. Ich bin gerade sehr gut mit Worten. Und dem hier. Und dann müsste das doch jetzt eigentlich funktionieren. Nein, weil es nicht die richtige Kombo ist. Mann, ich finde die Musik super. Verpixelte Kombo. Oh, ich habe das schon alles vorgespielt. Ich kenne die Kombination alle. Ja, ja. Sehr gut. Mach ruhig den Mund zu weit auf. Verpixelte Kombo. Verpixelte Kombo. Gott, das kann doch nicht so schwer sein. Denk nach. Denk. War es mit dem Gelegenheitsspiel? Oh. Ich bin klug. Versuchen wir es mit der Beta-Version. Denn hier steht glücklicherweise dran, in Entwicklung seit 1986. 1986 war der Pixis-Stil modern, weil man nichts anderes hatte. Sprich, das müsste es jetzt sein, richtig? Richtig? Ja. Gut. Das heißt, das Holzschwert kaufen, den Robo kaufen und dann haben wir auch das Heft auf Gold. Und jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Gold. Ansonsten kann ich das nächste Heft nicht kaufen. Sprich, darauf werde ich jetzt meine Konzentration. Ja, ich bin so konzentriert, mir entfallen direkt schon die Wörter anwenden. Beziehungsweise zuwenden. Und da haben wir einen Anziehungs-Guy. Oh, schaut ihn an, er ist anziehend. Könnte auch eigentlich für mich sein, morgens. Ich hasse es, mich morgens anzuziehen, selber, alleine. So, dich fackeln wir an. Und damit ist er explodiert. Dann geben wir dir noch das Schwert dazu. Das ist nicht... Du kostet 4... 200, ach, nee, gar nicht. 225. Oh. Warum hatte ich 450 im Kopf? Warum habe ich immer diese hohen Summen im Kopf? Ohne jeglichen ersichtlichen Grund. So, du... So, du hast eigentlich eine... Warte, wenn ich das in einem gleichzeitigen Dreieck anordne, dann müsste sich das doch eigentlich... Oder funktioniert die Gravitation nicht im Sinne von... Ah, schade. Das habe ich mir jetzt so ein bisschen gewünscht, dass die Gravitation in diesem Sinne funktionieren würde. Da, okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass plötzlich alles auf einmal explodiert. Gut, aber damit haben wir jetzt auch wieder Münzen. Und Mrs. Nancy's Anleitung für stilvolles Wohnen. Trademark. Kaufen wir ihn uns. Und das sind die Items, die wir uns beim nächsten Mal holen werden zum Verbrennen. Ja, ich bin so gemein. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Falls ja, lasst mir doch einen Daumen da. Und falls ihr mich cool findet, könnt ihr mich abonnieren. Gebt einen Knopf für.
Und wir sehen uns in meinem nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Little Inferno. Bis dahin und tschö tschö.